Handy, Kamera-Akku. Wir sind jetzt in Frankfurt angekommen und jetzt geht's ins Steigenberger Hotel. Also wir warten jetzt vom Steigenberger Hofhotel in einem Café an der Seitenstraße, vor dem Seiteneingang, bis sie reingehen. Oder ob sie überhaupt kommen, mal schauen, das wird wirklich Sache werden bis heute Abend. Der perfekte Blick auf den Hintereingang. Ich habe meinen Pulli an. Ich werde eingehen, weil es über 30 Grad warm sind, aber was wäre ich für ein Fan, wenn ich den Pulli nicht an hätte, also bitte. Wir gehen jetzt los. Mutter ist auch hübsch. Mutter ist hübsch? Perfekt. Aber sie braucht es nur Koffein. Zu. Karte. Check. 1, 2, 3. Check. Perfekt. Wir laufen jetzt los. Ah, ich bin nervös. Es ist jetzt 2:30 und Mutter will noch einen Kaffee trinken. Ich brauche jetzt noch einen Kaffee. Ich habe eine Socke. Ich habe meine Mutter dazu überreden können, Kaffee to go zu nehmen. Sie zahlt gerade 3 Euro für einen Kaffee to go, nur damit ich früher da bin. Teuerster Kaffee. Wir sind im perfekten Timing los. Da sind jetzt vielleicht viel zu früh. 50 Leute oder das so. Sind viel zu früh. Herz. Ich laufe jetzt mal um die Halle rum und guck, dass ich den Tourbus finde. Ah, noch 5 Stunden. Vielleicht kann ich ja irgendwie mich reinschleichen, dass mich keiner entdeckt. Irgendwie. Im Einlass habe ich nichts zu tun, weil der Einlass ist ganz am anderen Ende. Oh mein Gott. Ich wurde jetzt weggeschaut von der Security. Aber ich habe ihn gesehen. Oh mein Gott. Also, ein Montagetübi hat sich dieselbe Frisur gemacht. Ich habe also in einem Typ gewunken und mich völlig zum Affen gemacht. Oh mein Gott, das ist so peinlich. Ich hoffe, ich sehe den nie wieder. Gott, wie peinlich, Mann. Es sind über 30 Grad, pralle Sonne. Und ich habe jetzt hier mein Plakat als Sonnenschutz. Oh Mann, ey. Ja, bei mir passt, ich weiß nicht, ich werde sterben, in 3 Stunden hier noch rumzuhocken.
subway train. And you gotta spit the joke even when you can tell. I'm wishing all my life. Konzert ist vorbei. Fertig. Völlig fertig. Ich kann nicht mehr. Ich bin so fertig. Füße tun weh, ich kann immer laufen. Ich höre nichts mehr. Ich bin taub. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich überhaupt laut rede oder nicht. Oh, mir geht's so mies. Aber es war so schön. Ich habe ein Foto mit dem Fotografen gemacht. Wir gehen zum Backstage-Bereich. Ich schleiche mich jetzt hier rum. Hoffentlich entdeckt mich keiner. Mal gucken. Oh mein Gott, da stehen so viele Menschen. Es ist jetzt kurz vor 10. Ich bin völlig müde, hab Kopfweh, aber ich bin immer noch geflasht von gestern. Und dann Sehenswürdigkeiten anschauen. Wir haben ausgecheckt. Jetzt geht's zum Bahnhof und dann Sightseeing in Frankfurt. Heute muss ich mich nach ihr richten, weil sie hat gestern so viel für mich gemacht. Und jetzt heute wird alles Kulturelle angeschaut, was meine Mutter will. Chiara, ich habe deine Torte gefunden. Nächster Halt, Essen. Sieht aber echt lecker aus. Thank you.
Thank you.